Willkommen zurück am Damm, wo wir noch einige Sachen machen müssen, bevor wir das Monster höchstwahrscheinlich in die Hölle schicken werden. Und wir müssen erstmal die Macht des Armbandes nutzen. Stelle die Blume wieder her, das kennen wir ja schon. Das machen wir mal eben. Huch. Auch wenn ich es kenne, mache ich natürlich immer noch ein paar Fehler. Der noch. Und dann sollten wir ja gleich noch ein bisschen von der Geschichte erfahren. So. Oh je, eine Rune fürs Buch. So, gehen wir mal wieder zurück. Ach, und es blitzt so schön. So, warte mal, wo ist mein Buch da? Every year the city grew. And, as a result, the people built a huge dam. The citizens created a reservoir, where once there was dense forest. It was the forest where the wise woman lived alone. Once she saw the rushing water, she knew it was too late to run. Besides, this land was her home. Trapped by the rapidly rising water, the wise woman wrote one final spell. In her despair, she created a pact with a dark force. She transformed into a monster, whose sole purpose was to destroy Universe City and every single inhabitant. Oh, das ist aber schon eine traurige Geschichte, weiß ich, denke ich mir so, weiß ich jetzt. Ich lese ja gerade so halb noch den Text da oben. Jetzt weiß ich, wie das Monster erschaffen wurde und ich verstehe, warum es unsere Stadt hasst. Es wurde unten im Reservoir in einer magischen Blume eingesperrt. Gut, da hat sie sich selber eingesperrt, aber unglaublich, wie rücksichtsvoll wir Menschen doch manchmal sind. Ja, sie ist... Die wusste, sie wird sterben und ist dann Pakt eingegangen. Kann man sehen, wie man will. Ich weiß nicht, wie ich in so einer Situation handeln würde. Wobei ich jetzt gar nicht wüsste, mit wem ich einen Pakt schließen sollte. Aber ich bin ja auch keine weise Frau. So, wir haben ein Artefaktfragment und hier haben wir ein paar Bilder. Das ist die nächste Rune, die wir finden müssen. So, jetzt können wir hier weiter suchen. Hier haben wir den Ausweis vom Officer Roy. Da ist er. Roy hat seine Abzeichen fallen lassen. Da ist ein Schlüssel drin, aber die Tasche scheint verschlossen zu sein. So, und hier haben wir vielleicht die... Nein, haben wir nicht. Die erste Besitzerin des Armbandes. Ihre Artefakte fehlen. Eine Schriftrolle, ein Armband und eine Feder. Die Schriftrolle haben wir schon mal. Eine Armband, haben wir nur eine Schnur, das wird es nicht sein. Und eine Feder habe ich auch nicht. Okay, so, da waren wir gerade. Hier ist es dunkel. Ich kann überhaupt nichts erkennen. Man, gut, dass ich eine Taschenlampe habe. Ein Eichhörnchen und es ist mal nicht rot. So, wir haben Harz. Dieses Eichhörnchen ist nicht glücklich. Ich sollte es nicht stören. Ich kann es wahrscheinlich mit einigen frischen Nüssen ablenken. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das Eichhörnchen sieht jetzt nicht so unglücklich aus. So, was haben wir denn hier vorne? Ein Plan. Jemand hat eine PIN-Nummer in den Baum geritzt, was? Achso, PIN? Was? Damm. Aber die Zahlen sind nicht sichtbar. Ich muss die Nägel herausziehen, um das Bild zu entfernen. Ja, hier haben wir einen Nussknacker, wahrscheinlich für die Nüsse für das Eichhörnchen. So, eine Thermoskanne. Mhm. Moment mal, können wir das nicht vielleicht? Ja, das ist ein Nussknacker. Jetzt brauche ich nur noch Nüsse. Okay, gehen wir mal geradeaus und suchen mal einen Nussbaum. Und hier haben wir erstmal ein Wimmelbild und einen Bären. Ich will erstmal hier gucken. Oh, eine Rechenaufgabe. Dieser kleine Garten steht vielleicht in Verbindung zu dem Schloss der Tür. Zwei funktionierende Lampen könnten ein wenig Licht auf die Sache werfen. Okay. Oh. Ja, dann gehen wir zurück.
Dann werden wir wahrscheinlich erstmal Nüsse knacken. Sind das Nüsse? Walnüsse. Oh. Okay, es ging ja mal schnell. So, hier haben wir eine Tankstelle. Vielleicht könnte ich das verkleben, wenn ich Kleber hätte. Und ein bisschen Benzin mitnehmen bei den heutigen Preisen. Könnte man ruhig ein bisschen mitnehmen, wenn man es schon mal gratis bekommt. So, hier können wir uns eine Karte machen. Könnte das ein magisches Artefakt sein? Seltsam, es hier zu finden. Vielleicht haben sie es als Briefbeschwerer benutzt. Ich sollte die fehlenden Teile finden. Ja, das machen wir auch. Die Zugangskarte müssen wir erstmal machen. Aber vorher geht's zum Wimmelbild in den Brunnen. So, wir suchen eine Zitronenscheibe, die sehe ich schon mal hier. Eine Kellerassel, einen Handschuh, Polizeihut. Ich finde es immer faszinierend, dass man auf den ersten Blick gar nichts erkennt. Bis sich dann so langsam die Umrisse... Oh, ja, schön. Ja, bis man dann so langsam die Umrisse erkennt und die einzelnen Sachen zuordnen kann. So, wir brauchen eine Feder, einen Kegel und einen Igel. Den Igel haben wir schon mal hier. Das war eine Mütze. Da haben wir das Teil. Osch brauchen wir nicht. Marienkäfer auch nicht. Krass, wie viele Sachen hier sind. So, was brauchen wir denn überhaupt noch? Eine Kellerassel. Ich muss mal kurz dann in den Keller gehen. So, die Feder haben wir gefunden. Ein Kegel, Faden. Faden und Mond und Schnecke. Nicht zu vergessen. Okay, das hätte ich jetzt als Kellerassel nicht wirklich erkannt. Ich dachte, die sehen anders aus. So, Faden, Mond, Kegel, Schnecke. Faden, Mond, Kegel, Schnecke. Faden, Mond, Schnecke. Und ein Kegel brauchen wir auch noch. Ich hätte gerne die Erdbeere. Ein Kegel. Hm, das? Nee. Okay. Hätte ja sein können. So, wo haben wir denn einen Kegel? Ja, der hat sich versteckt. Ich sehe keinen. Kegel? Der sollte doch gar nicht mal so klein sein. Das gibt's doch gar nicht. Ich sehe den Kegel nicht. Mal hier die Kastanie, die hatten so eine schöne Farbe immer. Gut, nutzt mir aber nichts. Wir suchen keine Kastanie, wir suchen einen Kegel. Nee. Kegel. Unglaublich, ich sehe den nicht. Ich hätte ja gedacht, das hier, aber nein, es ist kein Straßenkegel. Ja, gut, denke mal, ihr habt das schon gefunden, aber ich sehe den nicht. Kein Kegel. Ich sehe alles andere, aber kein Kegel. Gut, ich klicke mal. Da habe ich drauf geklickt. Ach. Okay, da hätte ich lange suchen können. Es waren dann doch Tannenzapfen.
Ja, wir haben eine Polizeimütze. So, was ist denn mit dem Bären? Gib mir mal die Zeitung. Dieser Bär sieht sehr gefährlich aus. Tierärzte verwenden in der Regel Beruhigungsmittel, um mit wilden Tieren zu arbeiten. Ja, ich würde jetzt nicht so gerne mit ihm arbeiten wollen. Ja. Ach so, da brauchen wir erstmal ein Blasrohr oder sowas. Okay, so, hier brauchen wir die Karte. Das Teil müssen wir aufkriegen. Mit der Mütze wahrscheinlich. Oh, Autoschlüssel. Schlüssel, Autoschlüssel. Da brauchen wir... Ach, Moment mal, Kleber. Ja, das kriegen wir hier auch noch nicht hin. Da fehlen mir noch zwei Lampen. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Hier kommen wir nicht weiter. Ging es denn eigentlich auch noch in die andere Richtung? Nee, hier konnte ich noch nicht hin. Oh nein, Charles hatte recht. Das Monster will den Damm zerstören und die Stadt überfluten. Ich muss schnellstens an diese Flüche gelangen. Oh, das arme Eichhörnchen im Scheinwerferlicht. So, wir haben ein Augenemblem. Ja, wozu brauchen wir das jetzt? Ein Augenemblem. So, da muss ich gerade nicht dran. Da müssen wir... Nichts im Leben ist umsonst, auch nicht in Notfällen. Das ist wohl wahr. Gut, Benzinklauen ist auch nicht so mein Ding. Ein Augenemblem. Da komme ich ja nicht hin. Wir müssen irgendwie den Bären wegkriegen. Ich guck mal kurz auf die schlaue Karte. So, mein Standort ist hier. Noch nicht freigespielt, das wissen wir. Hier ist etwas zu tun. Ja, aber was? Ach, hier. Moment. Natürlich. Das habe ich total vergessen. Das wäre ja auch zurück können. So, wir haben eine Druckluftpistole. Natürlich, damit schießen Polizisten immer gerne. Betäuben erstmal die Verbrecher. Und wir haben eine Glühbirne. So, was war denn hier nochmal? Hier gehört ein reifenförmiges Teil hin. Ich habe aber nur ein Augenemblem. So, und was war hier? Da konnten wir nichts machen. Ja gut, dann gehen wir mal wieder zurück und legen den Bären schlafen. Oh Gott, der Arm. Oh, wie er da so liegt. Ich hoffe, er hat schöne Träume. Kann ich den wieder haben? Nee. Aber ich kann die Zeitung haben. Und hier können wir das Augenemblem reinmachen. Warum auch immer. Für den Damm brauche ich eine Zugangskarte. Vielleicht werde ich eine in der Hütte des Wächters finden, neben dem Tor. Genau, dazu müssen wir aber erstmal den PIN eingeben, den ich jetzt so noch nicht habe. Weil wir müssen uns ja erstmal eine pressen. So, dann bräuchten wir doch... Toll. Tja, ich habe ja das Portemonnaie mal eben weggeschmissen. Das war nicht so schlau. Gut, machen wir erstmal hier eine Glühbirne rein. Wenigstens eine von zweien. So. Ja, kann ich hier wieder weg? Danke. Okay, wir haben einen Dollar. Damit kriegen wir bestimmt ganz viel Benzin. Harz und eine Schnur. Und das Funkgerät. Kann ich das nehmen? Nee. Ah, sowas Blödes. Wir brauchen ein Foto. Und den PIN. Und davon brauche ich auch noch einen Teil. Okay, ab auf die Karte. Da ist nichts mehr zu tun, aber hier. Naja, gehe ich mal hier hin. So, das arme Eichhörnchen, dem muss ja schon ganz warm werden. Armband und eine Feder. Ich habe nichts von alledem. Hier müssen wir die Nägel rausziehen. Mit Harz geht es wahrscheinlich nicht. In der Schnur auch nicht. Ja, ach so, ich könnte noch ein Armband machen. Ah,
Sehr gut. Dann können wir doch der Püppi hier erstmal ein Armband geben. Kann ich was haben? Nee, die braucht noch eine Feder. Gut, fehlt noch ein Vogel, den wir irgendwie rupfen müssen. So, wie kriege ich denn das bitte da raus? Also, Harz. Nope. Der liegt auch auf nichts. Ja, dafür brauchen wir die Zugangskarte. Und Kleber. Vielleicht muss ich den... Willst du mich veräppeln? Ich hab's doch vorhin versucht. Okay. Ich wollte gerade sagen, vielleicht müssen wir den erstmal warm machen. Aber gut. So, das zweite Artefakt haben wir auch. Das heißt, wir können hier erstmal das goldene Ei, Fabergé-Ei, aufmachen. Ein Reifenemblem. Na toll. Wie auch immer das da hinkommt, ich habe keine Ahnung. Okay, und wir haben den Ausweis von Rory, wie hieß er denn nochmal? Ich habe ein Namensgedächtnis, das ist unglaublich. Also, ja, das wünsche ich keinem. Kaputt, aber alles kann mit ein bisschen Klebeband repariert werden. Ja, den hat man ja schon gemacht, den Laster. Hier sind die offenen Konserven. Ich weiß gar nicht, was hier passiert ist. Die gute Schokolade liegt hier einfach so drin rum. Könnte wirklich eine Flasche gebrauchen. Ne? Gut, dann nehmen wir mal ein bisschen Wasser mit. So, wir brauchen eine Pralinenbox. Pralinenbox. Oh, ich verschenke mal zu Weihnachten eine Pralinenbox. Dann brauchen wir einen Baum, ein Paket. Geht? 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 Handschuh. Okay, Handschuhe sind auch schon mal gut. Ein Ahornblatt, ein QR-Code. Ein Schwein und Oliven. Und das hier Maden? Ich will es lieber nicht wissen. Gut, Paket. Ach, QR-Code. Da haben wir ihn schon mal. Oh, ein Brathähnchen. Das könnte ich jetzt auch verspeisen. So, was brauchen wir denn noch? Ein Ahornblatt, ein Schwein, Oliven, Baum und Paket. So, die Oliven habe ich da. Das ist das Schwein. Ja, das Paket sehe ich leider immer noch nicht. Also ich sehe hier schon Pakete, aber es ist anscheinend nicht das Richtige. Nee. Gut, Baum, Paket und Ahornblatt. Das Ahornblatt habe ich auch noch nicht gesehen. Ach, da oben. Gut, Paket. Es liegen hier lauter Pakete rum. Baum und Paket. Der Baum macht mir ein bisschen Sorgen. Den sehe ich nämlich überhaupt nicht. Wollte ich gerade sagen. Okay, ich habe ihn gesehen. Gut, Paket. Fragt sich nur, welches Paket die meinen. Also, das scheint hier nicht drin zu sein. Nein, ich wollte doch nicht zurück. Man gut, dass es noch glitzert und man gut, dass man zurückkommt, ohne alles nochmal machen zu müssen. Wobei... Ja, gut. Wir haben die Paprika gefunden im Paket. Im Plastikpaket. Okay, wir haben eine Zange. Damit können wir jetzt auf jeden Fall schon mal die Nägel hier aus dem Baum ziehen. Und wir haben den PIN 745. Sehr gut. Und den Führerschein. Nee. So, scan mal schön ein. Wunderbar. PIN-Code. Darf ich auch mal drücken? Danke auch. Okay, wir haben die Zugangskarte. Jetzt fehlt noch ein Dollar und, oder was auch immer. Und hier, Glühbirnchen. Den Bären lassen wir einfach mal schlafen. Dass sich mal ordentlich ausschläft. So, hier fehlt was wohl? Benzin. Was haben wir denn hier? Ein Stempel?
Eine Herzschlüssel, okay. Ein kaputtes Bild. Das erinnert mich an die weise Frau, die ich im Buch gesehen habe. Das Bild steckt unter dem Glas fest. Ich könnte ein Foto davon machen. Ja, mit dem Funkgerät. Okay, dafür brauchen wir also den Herzschlüssel. Nein, eine Zange. Ein Schraubenschlüssel. Und eine goldene Fliege. Nee, ich dachte, ich könnte die Glühbirne hier noch rausnehmen. So, kommen wir denn? Wir kommen hier noch nicht rein. Ach was. Okay, wir haben die Lampe. Gut, hier brauchen wir Benzin. Ich brauche aber erstmal irgendwie eine Flasche oder so. Vielleicht kriegen wir die ja jetzt. Also, diesmal suchen wir einen Schmetterling. Einen Marienkäfer, den haben wir hier. Schmetterling, den habe ich auch schon gesehen. Ein Eichenblatt, eine Orchidee, eine Erdbeere. Biene, Pilz und Öl. Öl haben wir hier. Pilz war hier irgendwo. Orchidee, Schleife, Karotte und Hake. Hake, hier mein Schlüssel. Eichenblatt, Biene. So, was braucht man noch? Schleife und eine Orchidee. Die haben wir nicht hier. Da oben. Und das war die Schleife doch. Oh hey, wir haben Öl gefunden. Sehr schön. Ich weiß nur nicht mehr, wozu wir das überhaupt brauchen. So, ein Minispiel. Wer hätte es gedacht, bringe alle Blumen zum Blühen. Du kannst die Lampen versetzen und die Bienenstöcke bewegen und die Knöpfe auswählen, um 1 bis 2 Reihen Spalten mit Wasser zu versorgen. Folge der Anleitung unten rechts. Also, diese vertrocknete Blume braucht Sonne, Wasser und blüht dann. Wäre die hier. Nee. Die sehen alle gleich mickrig aus. Ach, ich drück einfach mal. Anleitung versteht doch kein Mensch. Oh, die sind schon mal. Oh, erstmal alles drücken. So. Okay, die roten sind hier schon mal erblüht und die auch. Ja, die Lampen kann ich versetzen. Was, dann geht nur die? Wo ist denn hier mein Wasser? Oh. Ach, Moment, die Bienen kann ich versetzen. Schick, schick. Oder die hier noch? Irgendwie ändert sich hier gar nichts. Ja, die Reihe. Da haben wir die auf jeden Fall. Die noch ein bisschen. Hey, was ist mit der Reihe? Sind die jetzt ordentlich oder sind die nicht ordentlich? Die sehen mir schon noch ein bisschen tot aus. Okay, dann ist der Rasen grün. Ja, das ist mal doof. Okay, dann mal die da hinsetzen. Okay, dann ist der Rasen hier grün. Also am Rand kann ich die nicht stellen. Ich komme mal hier hin. Ja. Oh. Sieht nicht gut aus.
Okay. Nee, warte mal, den will ich doch. So, jetzt haben wir noch 4 Teile. Ach, das geht nicht. Kann ich die hier hinstellen? Auch nicht. Die muss hier stehen bleiben. Und toll, jetzt habe ich die alle getötet. Ist die letzte natürlich nicht grün? Nee, der war hier schon richtig. Aber... die sehen nicht gesund aus. Also das Prinzip verstehe ich tatsächlich natürlich mal wieder überhaupt nicht. Na klar. So, warum geht denn die letzte Reihe nicht? Vielleicht muss ich das so machen. Nee, muss ich nicht. Okay, jetzt ist das grün. Jetzt ist das hier vorne grün und das andere nicht mehr. So hinstellen. Ja, gut, zweimal Bienen hier vorne ist vielleicht auch ein bisschen doof. Die mal da hinstellen. Nee. Nee. Also das sind die... Nee, die brauchen... Doch, das sind die einzigen, die Licht brauchen. Die Pflanzen. Richtig blöde ist, weil, ne? So, und... Soll denn das funktionieren? Wenn die jetzt wenigstens alle in einer Reihe wären, dann könnte ich das ja noch verstehen, aber die sind nicht alle in einer Reihe. Ja, ist die einzige Reihe, die durchgehend grün ist. Nee, und die hier vorne. Aber ich glaube, ich krieg's nicht hin. Ja, gut, dann so. Wir wissen ja jetzt, worum es geht. Eine Tür. Oh. Wird Zeit, das magische Armband zu benutzen, was gar nicht geht. Der antike Tierschädel sieht beschädigt aus. Jemand scheint ein Kristall und einen der Hörner entfernt zu haben.
Oh, jetzt sehe ich erst den Tierschädel. So, was fehlt denn hier noch? Was für eine fensteraussehende Halskette. Eine Fliege fehlt. Was würde passieren, wenn ich sie wieder einsetzen würde? Gute Frage. Dann können wir uns die Spinne nehmen. So, was haben wir denn hier? Es sieht so aus, als ob dieses Gerät benutzt wird, um den Namen einer Person mit Hilfe eines Fotos herauszufinden. Ich glaube, das wurde benutzt, um den Namen einer Person herauszufinden und einen Fluch auf ein Opfer zu verhängen. Ja, also die Übersetzung, ne, ist ein bisschen merkwürdig. So, steckt fest. Ich muss das Horn mit etwas einschmieren, um es herauszubekommen. Warum auch nicht? Oh nein. So, hier fehlt ein Teil des Spiegels. Und hier haben wir ein Bild von irgendjemandem. So, der Tierschädel hat zumindest schon mal ein Horn. Und hier kommt noch der Kristall. Und wir haben eine Rune. Toll. Okay, sie ist weg, Gott sei Dank. Ich habe sie verscheuchen können. Gut, wir suchen Runensteine, Sternanis und eine Schnecke. Da ist die Schnecke. Hier mal ein Fisch. Ein Fisch mit meinen bloßen Händen fangen? Nee, ich würde ihn lieber mit etwas anderem fangen. Zum Beispiel einen Zweig. So, Runensteine. Hier wären doch Runen. Ein Rezept für ein magisches Elixier. Ich sollte mich wirklich daran halten. Mit Magie sollte man nicht drum experimentieren. Auf keinen Fall. So, wir brauchen einen Pilz. Packe ich da mal rein. Dann die Fichtennadeln und die komischen Körner. Wenn ich sie denn mal finde. Ach, Kürbiskerne. Okay, so, den Dollar, den sehe ich natürlich auch sofort. Dann brauchen wir einen Knopf. Den Fisch habe ich auch mit der Kelle. Sternanis. Auge, Rose. Hier ist der Knopf. Hier haben wir die 13. 13. Den Mond. Da sind die Steine. Apfel, Auge und Rose. Apfel, Auge, Rose. Und die Vitamine sehe ich natürlich mal wieder überhaupt nicht. Komme in meinem Leben nicht vor. Ach da, so sieht ein Apfel aus. Ich verstehe. Okay, wir haben Geld gefunden. Yeah. Genau, das müssen wir... Nee, okay, wir brauchen noch ein Teil, was wir da einsetzen können. Gehen wir mal zurück. Oh, hey, da haben wir ja den Kanister. Dieses Blitzen immer. Okay, so. Toll, ich musste noch nicht mal selber was machen. Wir können Fahrstuhl fahren. Rette dich selbst und alle Bewohner von Universe City vor dem Fluch. Naja, rette dich selbst gefällt mir schon mal sehr gut. Das Armband leuchtet. Lassen wir es mal leuchten. Mystische Drachen bewachen die Flüche. Ich brauche dringend eine Waffe. Eine Rune. Kann ich das nehmen? Oh. Nicht. Ich habe doch nur so gefragt. Das war die weise Frau, die ich im Buch gesehen habe. Es wurde durch Magie zerrissen. Aber vielleicht kann ich es mit Klebeband reparieren. Na gut, wir gehen mal zurück. This is Roy. I'm at the northern edge of the forest. Hier spricht Roy. Ich bin am nördlichen Rand des Waldes. Charles here. I'm at the southern edge. Charles hier und ich bin am südlichen Rand. Beth standing by on the western edge. Und hier spricht Beth. Ich warte am westlichen Rand. Jacob here. I'm ready too. Oh, Jacob. Wo stehst du denn? Im Norden? Vielleicht? Oder Südwesten? Oder Nordosten? When you see the monster, tell us which way to go.
We'll catch this bastard. Wenn du das Monster siehst, sag uns, wohin wir gehen müssen. Wir werden diesen Mistkerl schon erwischen. Naja, jetzt will ich nicht kleinlich sein, aber es ist eine Frau-Monster. Wenn sie das möchte. So. Ach du. Oh ne, jetzt ernsthaft? Umzingel das Monster von allen Seiten mit Menschen. Um einen Menschen zu bewegen, wähle ihn und den Zielort aus. Du wirst sehen, wo das Monster hingehen will. Verwende den Zurückknopf rechts, um vorherige Züge rückgängig zu machen. Ja. Will nicht? Toll, der kann zwei nur gehen. Nee, einen kann er nur gehen. Ja, es hat ja nicht gut geklappt mit dem Umzingeln. Mhm. Nee, das ist doch mal blöd. Der hat vier Züge und ich... Eins, zwei, drei... Nee, das wird nichts. Wird nichts. Gut, dann nochmal. Yeah. Tschüss. We've got the monster, but I'm not sure how long we can hold him. Wir haben das Monster, aber ich bin mir nicht sicher, wie lange wir ihn halten können. We've stopped him from writing more curses, but what about the ones he's already written? Wir haben ihn davon abgehalten, mehr Flüche zu schreiben. Aber was ist mit denen, die er schon verfasst hat? If we don't find a way to destroy those curses, we're all doomed. Wenn wir keinen Weg finden, um diese Flüche zu zerstören, sind wir alle verloren. Aber Moment mal, ich bin es doch, Super Mappy, Sailor Mappy. Ich werde euch alle retten. So, wir haben eine Kamera. Da ist das Monster. Frau-Monster. Und kann ich hier irgendwas mitnehmen? Nee. Ach so, es ist gleich ausgedruckt. Das Bild. Muss ich das oben einsetzen? Nee, hier ist doch nichts mehr zum Einsetzen. Doch, klar, hier. Nee, hier? Hier, ich bin es. Oh Gott. Der sieht aber auch echt gruselig aus. Okay, eine Rune. Warte mal, ich hab doch noch mein schlaues Buch. Mike was driving when he found a house at the bottom of the water. It was well preserved, and he decided to get a closer look. Inside the house, Mike found a giant flower emitting a weak light. He'd never seen anything like it before, and wanted to see it better. He pushed the petals aside, and was shocked by what he saw. His body was found near the empty stone flower. The police claimed his death was due to faulty scuba equipment. But Mike released the monster sealed in that flower and became its first victim. Das Monster war eingesperrt, bis dieser arme Taucher es befreit hat. Und jetzt nimmt es Rache an uns allen für ein jahrhundertealtes Verbrechen. Ja, man soll auch nicht... in allem reingucken.
So, wir haben eine Spiegelscherbe. Die Spiegelscherbe. War die oben? Warte. Nein, die war unten. Oh, ein Wimmelbild. Ui, es hat sich auf wunderbare Weise selbst repariert. Spricht sie? Hä? Es funktioniert. Es kann einen echten Namen mit der Hilfe eines Bildes erfahren. Wir müssen das Bild der weisen Frau ausfindig machen, um ihren richtigen Namen herauszufinden, um sie aufzuhalten. Ah, so war das. Oh. Der heißt wie? Kimmy Day? Kimmy Day? Geht es da echt Kimmy Day? Naja, das erklärt einiges. Also Kimmy Day ist ja nun mal... Also das ist ja... Wobei ja... So, ich sollte das Pentagramm zu Ende bringen, aber ich brauche das richtige Werkzeug. Das machen wir mal. So, ja, meine Fliege, für wen auch immer. Ach, es ist keine Fliege, es ist ein Glühwürmchen. Und die nehmen wir auch noch mit. So. Dann brauchen wir eine mystische Waffe. Da ist sie schon. Kaputtes Ei, Fledermaus und Spiegel. Kaputtes Ei. Mhm. Haken und eine Nadel. So, die Nadel haben wir, den Haken auch. Fehlt nur noch die Fledermaus. Ach, da vorne. Oh, wir haben eine mystische Waffe. Jetzt geht's ab hier. Okay, wir haben den richtigen Namen. Und Frau Monster. Es tut mir wirklich so leid, ja, aber die Frau muss doch echt ein Trauma haben. So, sind wir hier mit allem durch? Hm. Lager, Straße zum Damm. Auf den Damm. Hm. Okay, so, dann gehen wir doch mal dahin und... Wirklich, ich verstehe dich und deinen Groll. Nicht nur, dass man dich allein unter Wasser gelassen hat und dich einfach mal überflutet. Du musstest auch den Rest deines Lebens oder das vorherige Leben mit diesem Namen umlaufen. Aber ich sollte etwas anderes versuchen. Na gut, schneiden wir sie erstmal in zwei Hälften. Ah, das finde ich mega spannend, jetzt die Flüche zu lesen. Sarah wird diejenige sein, welche die Flüche sieht, die über den Bewohnern der Stadt drohen. Sie wird den Damm erreichen, die Hydra besiegen, welche die Schriftrollen bewacht und ihren eigenen Fluch entdecken. Sarah wird versuchen, ihren eigenen Fluch zu brechen, aber andere Flüche werden wahr werden und den Damm zerstören. Sarah wird mit dem Rest der Bewohner von Universe City sterben. Ich bin schon wieder verflucht, aber ich habe eine Chance, meinen Namen mit den Namen des Monsters zu ersetzen. Die heißt Kimmy Day. Die Arme. Wähle ein Bild aus und platziere es richtig auf den Fluch. Vier Bürger aus Universe City werden unter der Leitung von Sarah das Monster was, in einem speziell angefertigten was? Käfig? Energiekäfig. Moment, vier Bücher, Bürger, nicht Bücher, werden unter der Leitung von Sarah, Mama, das Monster fangen, einfangen, in einem speziell angefertigten Energiekäfig. Wird sie erschossen? Kaputt gemacht? In einem speziell angefertigten Energiekäfig vernichten. Wird den Namen... der Gefangenen, Eliminierten,
des Fluches mit dem wahren Namen des Monsters Kimmy Day ersetzen. Die Flüche werden sich dann gegen ihren Schöpfer richten und ihn vernichten. Und ihn zielen. Nee, das ist ja mit dem Namen. Vier Bürger aus Universe City werden unter der Leitung von Sarah das Monster einfangen. Es waren ja auch vier. In einem speziell angefertigten Energiekäfig. Sarah wird den Namen der Ziele des Fluchs. Aha. A few years later, a Universe City reporter published a book about an elusive monster who curses people to have deadly accidents. It features a few heroes who stop the monster and save the city. No one knows for sure if this book is fact or fiction, but the string of deadly accidents in Universe City finally ended. Tja, Kimmy Day, war schön mit dir. Ich hoffe, sie wählt bei ihrer Reinkarnation einen anderen Namen. Ja, was soll ich sagen? Mega cooles Spiel, hat mir total gut gefallen. Auch mal wieder tatsächlich ein Spiel, was zum Nachdenken anregt. Gerade was so Sachen angeht wie Verfluchen, ins Schicksal eingreifen, sein Schicksal entkommen und so weiter und so fort. Ja, hat mir gefallen. Wird mich wahrscheinlich noch ein bisschen beschäftigen. Und auch ansonsten sehr schön gemacht, sehr einfach. Muss ich dazu sagen, es war ein einfaches Spiel. Gut, ich habe ein paar Minispiele übersprungen, die waren jetzt nicht so einfach. Liegt wahrscheinlich auch an mir, an meiner Haarfarbe, dass ich manche Sachen einfach nicht so verstehe oder keine Ahnung, nicht hinbekomme, wie auch immer. Ist aber nicht schlimm, für mich jedenfalls nicht, ich hoffe für euch auch nicht. Ja, ansonsten toll gemacht, tolle Filmsequenzen, tolle Stimme, toll erklärt. Also wirklich ein sehr stimmiges Spiel, kann ich nur empfehlen, auch mal selber zu spielen, wenn man vielleicht ein bisschen Abstand davon hatte. Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.